Was machen wir denn heute? Weil wenn du mal gute Sims haben willst, darfst du an meinem PC, wenn ich arbeiten bin, habe Sims 3 mit allen Zusatzinhalten und Erweiterungspacks. Also gut. Das ist doch mal. Oh. Das sieht lang aus der Paar. Ja, das klingt doch nach ziemlich viel. Ziemlich viel. Nach einem ziemlich guten Ding. So, Alexa, die Bildhauerin. Oh, das war doch das, wo ich gesagt habe: Oh, wie cool, Bildhauerin. Und da hat sie einfach ihre Leichen mit Ton voll geklatscht, ne? Eieiei. Habe ich dir erzählt, dass ich ja fertig mit der Story bin? Oh Gott, nee, hast du nicht. Alter, was ist los mit dir, Sarah? Wobei ich wäre wahrscheinlich auch schon fertig, wenn ich das nicht streamen würde. Was haben wir jetzt vor? Hab das beste Ende bekommen. Oh Gott, da gibt es verschiedene Enden? Oh Gott. Bin ich auf gutem Weg? Woran Hilfe? Wie bekommt man das gute Ende? Gemeinsam vorgehen nach der Blockade. Nachdem die Blockade vernichtet war, war es Zeit, die Sache mit Paros ein für alle Mal zu klären. Ah, genau. Wir sollen ja jetzt Paros platt machen. Genau, ja, stimmt. Wir können ja jetzt das mit dem Paros machen. Und dann. Ja, wir brauchen noch ein paar. Genau, Paros, das machen wir. Ist ja sowieso da drüben. Und. Jo, der Captain, ne? Und. Ja, Vorsicht. Und da ist noch einer von Kosmos. Ich sag nix. Ich wusste gar nicht, dass da verschiedene Enden gibt. Krass. Vernichte die Schiffe von Paros. Mit Vergnügen. Warte mal. Haben wir eigentlich genug Stoff für unsere. Nee, wir haben ja da gerade alles ausgegeben, ne? Wir haben Fähigkeiten. Ah, genau, die wollten wir sparen. So, dann wollen wir mal schauen. Die sind mir gerade ein bisschen zu eng beieinander und. Wir. Also kämpft er mit uns? Wäre natürlich cool. Ich glaube, der kämpft mit uns, oder? Malaka, voll in die Seite. Ja, der kämpft für uns, okay. Aber der wird gerade genagelt. Entschuldigung. Wir machen mal eine kurze Kurve. Weil wir müssen ein bisschen Anlauf nehmen für die Süßen. So, sehr schön. Oh, doch nicht mit Feuer, du Frechdachs. So. Upsi, habe ich dir wehgetan?
Was? Wir werden gehandelt von wem? Oh. Schnell, 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 rudern, rudern. Ha! Das war daneben. Ah, dann ramme ich mal den. Das ist gerade hier. Solange. Oh. Wir müssen den einmal noch rammen. Nein, ich habe gerade Kur weggemacht. Ja, gut. Und Demi hatte recht. Es ist tatsächlich offensichtlich, wer der Geist des Kosmos ist, also das Oberhaupt des Kults. Ich habe einfach den offensichtlichsten Hinweis als erstes bekommen. Ah, cool. Oh man, wir hatten die Ball eigentlich. Sind bereit zum Anlegen. Nein. Nein. Ich dachte, das wäre ablegen. Entschuldigung. Okay, nochmal. Ich bin halt auch mitten rein, ne? Das ist nie clever. Clever. Der Spartaner hat eigentlich gute Dienste geleistet. Er hat am Anfang alle von mir abgelenkt. Muss er nochmal machen. Tobi stirbt das sechste Mal. Ups. Ich habe das vergessen zu. Danke. So, ich ruder mal außen rum. Oh, und das Lied ist so schön. Brauchst du Licht? Wer braucht Licht? Segel einholen! Oder ich konzentriere mich erst auf die Kleinen. Oh, lass meinen Spartaner in Ruhe. Spartaner, lass mich in Ruhe. Die sind gerade voll schön oder nur bam, bam, bam. So. Das war schön. Und nochmal? Boah. Ja, ich mache schon wieder den gleichen Fehler. Wie oft hintereinander kann der denn schießen? Ich weiß. So, okay. Da ist eine Insel. So. Wie geht's eigentlich unserem Kumpel da hinten? Ich würde ihnen erstmal helfen. Ich glaube, zu zweit sind wir besser als die zwei anderen. Und der Dicke bleibt da hinten, das ist ganz gut. Und da können wir unser Schiff auch ein bisschen reparieren noch. Die bleiben jetzt da. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser Ende ist. Oh, der Spartaner, hör auf! Wieso lenkt der Spartaner immer zu mir? Eieiei. Schnell weg! Ha! Wir brauchen die Hilfe!
Hey! Aua! Mann, die Böden! Ja! Ja, die machen gerade ein bisschen. Achtung! Bisschen Jagd auf uns. Okay, stopp. Och, wir nehmen Schaden, das ist. Nicht der Rede wert. So, wo ist denn unser Freund? Da hinten? Unser Freund, der Spartaner, hat keinen Bock mehr. Nee, Sarah, ich bin nicht mehr gestorben. Was soll die Frage? So. Die Spartaner haben uns nur im Stich gelassen, diese. Ich brauche die Schützen! Bitches. Entschuldigung. So. Spartaner? Nee, das ist. Wo ist unser Spartaner? Da drüben? Nee. Hä? Da hinten ist dann der Spartaner. So, lange hält er nicht mehr durch. Aus. Sehr schön. Okay. Da werden wir uns mal ein bisschen heilen. So. Sparta lässt er eigentlich gerne im Stich, sowas von. Oh nein! Entschuldigung, ich fand's lustig. So. Tschüss. Noch jemand? Nee. So. Bis die Leute nicht schwimmen können, finde ich echt interessant. Kann ich hier ein bisschen schießen? Ja. Den Waffen. Warte mal, ich versuche mal was. Okay, machen wir mal weiter. Kommt schon! Nehmt die Plätze der Kunst ein! Mannschaft, Kollisionsgefahr! Alter, geil. Hätte mich. Oh. Einlenken! Gut. Das war schön. Sehr schön. Kann ich die nicht entern? Ich will die entern. Ich will wieder Leben zurückhaben. Leben, Leben. Nicht. Von wem denn? Die rammen. Oh ja, aber ihr Schiff wird sinken. So, aber was ist jetzt mit dem? Ah, hier. Jetzt hat. Entschuldigung. So. Sehr schön, sehr schön. Ah. Yeah.
Ah, hier ist es ein bisschen durcheinander. Warte, ich bin der Captain. Ich brenne. Wieso habe ich gerade gebrannt? Weiß ich nicht. Da vorne gibt es noch was? War die Explosion so heftig, dass ich mich selbst verbrannt habe? Entschuldigung. Oh Gott, das kann ich nicht. Gut, gute Arbeit, Mädels. Jetzt geht's zu dem Big Boss. Weil der Big Boss ist ja auch fast tot, oder? Wenn du brennst rum. Ah, das vergesse ich jedes Mal. Dieses blöde Rumrollen. Übrigens glaube ich, dass es Unterschiede bei der Wiederherstellung des Schiffes nach den Entern gibt. Bin mir nicht ganz sicher, aber nach sehr großen Schiffen war mein Schiff eigentlich immer komplett wiederhergestellt. Und nach kleinen nur ein bisschen. Ja, ja, das macht ja auch Sinn, finde ich. Wir haben Treibgut entdeckt. Sehr schön. Guten Tag, der Herr. Wieso bist du wieder voll? Ruder bereit machen! Guten Tag, der Herr. Achtung, Kollision! Kollisionsbereit. Warte schon alles. Bereit zum Feuern. Bögen bereit machen. Jetzt Angriff. Schießt noch einmal. Okay. So, und ich treffe die Schwachstelle. Ja, fast. Wir brauchen die Schützen! Jetzt! Alter, also jetzt ist es ziemlich einfach. Ja, wir brauchen die eigentlich nicht mehr zu rammen. Easy! First try! So, dann wollen wir den mal... Dann wollen wir den mal auf... Auf... Was wollte ich mit auf sagen? Ich weiß es nicht. Ah, das war daneben. Guten Tag, der Herr. Fahrzeugpapiere und Quittung bitte. Damit ich weiß, dass ihr hier auch zum Ding gehört. Was? Der Typ ist schon tot? Eigentlich wollte ich den töten. Alter, die haben gerade eine von mir getötet, ne? Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht, oh. Oh Mann, hier ist eine von mir, da ist eine von mir. Mhm. Gut, hier ist ein kleiner Sitz. So. Gibt's hier keine Truhe? So ein fettes, dickes Schiff und keine Truhe. Nee, das überzeugt mich nicht. So. Sehr schön. Gut, begleite Marine zurück nach Naxos. Das machen wir doch sehr gerne. Gute Hilfe war der. Also am Anfang hat er uns schon geholfen. Aber jetzt gerade. War irgendwie ein bisschen dürftig und kleinkariert.
genommen. Aber die Insel würde ich eigentlich noch aufräumen. Ich will mal kurz schauen. Wen haben wir jetzt gegrillt? Warte mal. Der Höker. Da. Den Typ, den ich als erstes angeschaut habe. Okay. Ist doch immer so. So, da bin ich mal gespannt. Also sie hat ja gemeint, also unsere Mutter hat ja gemeint, dass sie uns dann hilft, wenn wir halt hol das Segel ein! Das Ganze, also ihr helfen. Bereitet euch aufs Festmachen vor! Oder müssen wir die ganze Insel befreien? Also das werde ich so oder so machen. Also ich werde so oder so dahin gehen. Die Frage ist, will dir jetzt Stress oder was? Nee, okay. Aber ja, ich. Gut, dass er nicht gekommen ist. Warte mal. Ja, komm. Da bezahlen wir halt das Kopfgeld. Gut. Ah, hier. Da vorne, okay. Naxos scheint sicher zu sein. Wir haben für die Menschen hier sehr viel erreicht. Aber jetzt müssen wir diese Küste verlassen und den Kult zerschlagen. Sie sind überall und nirgendwo. Sie haben unzählige Anhänger. Wo fangen wir an? Wir schlagen dem Biest die Köpfe ab, einen nach dem anderen, bis es blind und schutzlos ist. Sparta. Sparta? Aprikosen? Ich habe doch Einfluss dort und Verbündete. Wir können uns zu Hause sammeln und es als abschreckendes Beispiel von ihrem Einfluss befreien. Das wird sehr gefährlich. Sie haben Sparta fest im Griff. Wird es nicht Zeit, zurückzukehren? Gemeinsam. Oh. Ich muss nur vorher etwas erledigen. Sobald du bereit bist, segeln wir nach Lakonien. Du solltest vorher auch etwas erledigen. Was? Geh und finde deinen Vater. Oh. Also bevor wir... Die will doch noch mehr Zeit auf der Insel verbringen und schickt uns jetzt weg deswegen. Erzähl mir von ihm. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe genug von Vätern. Was? Wer ist er? Er ist schwer zu beschreiben. Er ist vieles. Doch du wirst erst wissen, wer er wirklich ist, wenn du vor ihm stehst. Wow. Du sagst es mir also nicht. Manches wird nur er dir sagen können. Ich hoffe, du verstehst es, wenn du ihn triffst. Was du suchst, findest du auf Terra. Ich gebe deinem Steuermann den Kurs. Wir sehen uns in Lakonien. Bis dahin. Möge Poseidon dich schützen. Pass auf dich auf. Terra. Gut, ganz kurz. 31. Bam. Alter, am Sonntag werde ich 30. Junge. Okay, also. Das finde ich eigentlich immer sehr, da unten, ein bisschen seltsam bei so Filmen und Spielen, wenn man irgendwie Antworten haben will und die Person, die einen die geben könnte, schickt einen dann irgendwo anders hin. Oder so, wir gehen jetzt in so eine richtig schlimme Schlacht oder so.
Oder wir trennen uns jetzt. Aber ich sag dir jetzt noch nicht, was du wissen musst. Das musst du selbst wissen. Oder ich sag's dir danach, wenn wir uns wiedersehen und dann ist er tot. Und solche Sachen ist halt. Naja, gut. Ich muss ganz, ganz schnell, ganz dringend mal kurz auf Klo und dann reiten wir weiter. So, Della. So. Gut. Wieso sagen Sie nicht gleich, mehr Infos über deinen Vater gibt es nach der Werbung? Bitte bleib dran. Ja, aber echt hier. So, Naxos. So, hier drüben. Normal und schwer. Hier drüben gibt es eine Herausforderung, eine Schlacht. Wir müssen sowieso noch nach Attika, weil wir noch die Quest endlich fertig haben mit den blöden spartanischen Siegeln oder so. Symbolen? Siegeln? Ich glaube Siegel. Schlachtfeldsiegel? Nee. Zukunft an den Pirateninseln. Sprich mit dem blinden Mann. Genau, das ist. Ich muss gerade ein bisschen suchen, wo das blöde Ding ist. War das jetzt wirklich eine selbstgemachte? Nee. Ich war hundertprozentig schon wieder dran. Warte, was suchst du? Ich suche die eine Quest, die ich jetzt endlich fertig habe. Die, wo man spartanische Siegel suchen muss. Also die drei. Wo ich quasi, also das ist in Attika.